Yo Leute, in diesem Guide zu Hellblade 2 kümmern wir uns um zwei Rätsel in Kapitel 4 mit Kohlebecken, die blau leuchten, also mit blauen Flammen drin. Da vorne ist schon eine, die ist aber nicht entzündet, müssen wir jetzt aber machen. Also wir laufen hier mal dran vorbei und dann quetschen wir uns gleich hier durch diesen kleinen Mini-Durchgang durch. Am Ende laufen wir dann nach links und da ist auch schon das Kohlebecken. Und mit diesem Becken müsst ihr einfach nur interagieren, um es zu entflammen. So. Da unten war gerade noch ein blaues Leuchten, das war ein Durchgang, aber wir mussten erstmal dafür sorgen, dass hier die Rampe entsteht, damit wir hier hoch können, denn wir müssen nochmal was entzünden. Folgt erstmal dem Weg geradeaus hier und gleich zeige ich euch, worum es geht. Und zwar hier diese Kerze müssen wir entzünden, die brauchen wir gleich von der anderen Seite. Und jetzt springen wir erstmal hier runter. Jetzt müssen wir das Kohlebecken wieder ausmachen, damit wieder der blaue Durchgang entsteht. Einfach anklicken, damit interagieren. Der B-Knopf ist es auf der Xbox. Und dann ist das Ding aus. Da unten leuchtet es wieder blau. Und da gehen wir jetzt einfach rein. So, hier geht unsere Fackel aus. Kein Problem, denn wir haben ja eben die Kerze entzündet. Und die befindet sich genau hier oben und dann links. Und dort können wir die Fackel wieder erneut entflammen. Gerade eben sind wir an einem Kohlebecken vorbeigelaufen, das brauchen wir jetzt auch. Wird entzündet, zack. Ja, und jetzt haben wir das Ganze schon fast geschafft. Wir müssen jetzt einfach nur hier runterklettern und dann hier geradeaus über diese kleine Brücke und dann in den Tunnel rein und dann haben wir das Ganze schon erledigt hier. Das erste Rätsel ist fertig. Hellblade 2 ist übrigens gerade im Game Pass kostenlos und falls ihr keinen Game Pass habt oder keinen wollt, dann schaut gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, dort kostet das Spiel statt 50 gerade 37 Euro und das ist schon mega reduziert dafür, dass das Game gerade erst erschienen ist. Ein bisschen später im Spiel ist dann das zweite Rätsel, ich habe hier eine Fackel in der Hand, ihr werdet keine haben, ich zeige euch gleich, wo ihr die findet und zwar, wenn ihr hier gerade auslauft, hier in dieser Mulde drin, da könnt ihr die Fackel einfach rausnehmen. Und jetzt laufen wir weiter und da vorne ist ein Kohlebecken, welches wir erstmal entflammen, entzünden müssen. Hier rechts rum könnt ihr nicht, das habe ich jetzt falsch gemacht, es geht links rum. So, da kann man hoch und da zünden wir das Ganze an. Jetzt haben wir einen neuen Durchgang, der frei geworden ist. Da vorne läuft noch ein Mann vorbei, der wird auch gleich wichtig sein. Den habe ich kurz beobachtet, aber wir müssen jetzt einfach hier weiter runter. Über diese kleine Brücke. Dann hier runter. So, und dann weiter geradeaus. Und jetzt geht's nach rechts und da vorne ist wieder ein Kohlebecken. Das müssen wir jetzt ausmachen. Dann verschwinden nämlich diese Felsen hier vorne. So, jetzt können wir weiterlaufen hier, den neuen Durchgang hier und nicht rechts, wo ich jetzt gerade hinlaufe, sondern auf der linken Seite ist wieder ein Kohlebecken. Also ich habe das zum ersten Mal da gerade gemacht, also eigentlich zum zweiten Mal, weil ich es ja nochmal auf Video haben wollte, aber ich war ein bisschen verwirrt. Hier ist auf jeden Fall das Kohlebecken und das müsst ihr wieder ausmachen hier. Okay. Jetzt können wir dem Weg wieder hier folgen bis zu dem Becken, wo wir eben waren, was wir ausgemacht haben und das müssen wir jetzt wieder entzünden. So, geschafft. Und jetzt müssen wir wieder den Weg hier folgen. Hier nach geradeaus. Durch diesen blauen Schimmer durch. So, und da vorne ist wieder ein Kohlebecken. Das müssen wir jetzt erneut entzünden. Wir haben es ja schon mal ausgemacht. Es ist ein bisschen hin und her gelaufen hier in dem ganzen Rätsel. Ja, aber ihr seht ja, wie es geht. So, jetzt können wir hier oben drüber. Der Durchgang hat sich geöffnet, also diese Mini-Brücke hier. Jetzt laufen wir hier rüber bis zu diesem Felsen und da ist wieder so eine Mulde. Und dort steckt ihr eure Fackel rein. Also einfach den B-Knopf zum Interagieren drücken. Und auf der anderen Seite ist so ein Geist, so ein Schemen. Der wird gleich die Fackel an sich nehmen. Und er zündet dann auf der anderen Seite wieder was an, was wir auch wieder gebrauchen können. So, da sieht man es, er hat sich die Fackel geschnappt. Jetzt rennt er da gerade zum Kohlebecken hin. So, sollte passen. Jetzt laufen wir hier wieder runter. Wir haben jetzt keine Fackel mehr, aber wir können trotzdem da durch.
wisdom lies beyond. Das müssen wir jetzt ausmachen, das Becken. Okay, und jetzt, da war ein kleiner Schnitt, aber lasst euch dadurch nicht irritieren. Ich habe einfach nur einen Fehler gemacht und habe das dann erneut aufgenommen. So, geradeaus geht's hier weiter. So, hier über diese kleine Brücke. Hier ist wieder ein Kohlebecken, das hat eben der Geist angezündet. Müssen wir wieder ausmachen. Und dann geht's weiter hier nach oben. Also geradeaus, nicht nach oben. Also hier durch den Tunnel durch. Genau so. Und da vorne ist wieder so eine Mulde. Da könnt ihr euch gleich eine Fackel rausholen. Auf der anderen Seite sieht man diesen Schemen, der gerade die Fackel da reingesteckt hat. Und da ist sie. Die schnappen wir uns jetzt. Und dann können wir wieder Zeugs anzünden gehen. So. Wieder zurück durch den Tunnel. Und dann zünden wir dieses erste Kohlebecken an. Danach müssen wir hier runter und dann nach rechts. Da kann man runterklettern. So. Und hier sind wir quasi wieder am ersten Kohlebecken, dort wo wir das Spiel, also das Rätsel gestartet haben. Und das Kohlebecken muss aus sein. Also es ist jetzt gerade noch an. Ich bin wieder falsch gelaufen. Komisch. Eigentlich kenne ich das. Ich habe ja selber gesagt, dass man links laufen muss, aber naja, egal. Also, das Ding muss ausgemacht werden. Alright. So, und jetzt können wir einfach hier so außenrum wieder und dann geradeaus weiterlaufen. Hier rein, wo es blau leuchtet. Und jetzt müssen wir nur noch einfach dem Weg hier folgen bis zu einer nächsten Mulde, wo wir wieder unsere Fackel reinstecken können. Das seht ihr gleich. Und dann haben wir das Rätsel auch schon gelöst. Ja, es war ein kompliziertes Rätsel, hat auch ein bisschen gedauert. Also ich hoffe, dass ihr das so gut kapiert in dem Video, dass ich das gut zusammengeschnitten und erzählt habe. Und ja, falls ja, lasst gerne ein Abo, einen Kommentar und ein Like da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video zu Hellblade 2 oder zu anderen Spielen. Macht's gut und bis bald. Bye, bye.